Die Antarktis, eine ewige Eiswüste, flächenmäßig aber der fünftgrößte Kontinent, noch vor Europa und Australien. Circa 98% der Antarktis sind dabei von im Durchschnitt 1,6 Kilometer dickem Eis bedeckt, weshalb es einen kaum lebensfeindlicheren Ort auf der Welt gibt. Das hinderte allerdings Seefahrer unterschiedlichster Länder nicht, sie nach der Entdeckung 1820 zu befahren und Teile dieser für ihr Mutterland zu beanspruchen. Um dort allerdings eine friedliche Koexistenz zu schaffen und um die Antarktis für Forscher aller Nationen offen zu halten, wurde im Jahr 1959 der Antarktisvertrag von 12 Staaten unterzeichnet, der die friedliche Nutzung der Antarktis festlegte. Doch warum erheben trotzdem weiterhin 7 Staaten Ansprüche auf größere und kleinere Gebiete der Antarktis? Und wie sieht die Zukunft der Antarktis aus, wenn das Eis schmilzt und schier unendliche Rohstoffvorkommen freigelegt werden? Der Mythos eines gewaltigen Kontinents im Süden der Welt hielt sich bereits seit der Antike. Man ging davon aus, dass es eine gewaltige Landmasse als Gegengewicht zu den Landmassen der Nordhalbkugel geben muss. So glaubten erste Entdecker, mit Südamerika und Australien einen Teil dieses Riesenkontinents gefunden zu haben. Als sich das allerdings als falsch herausstellte, fuhren die Entdecker immer weiter südlich auf der Suche nach dem verschollenen Kontinent. Der erste Mensch, der den südlichen Polarkreis durchfuhr, war wahrscheinlich James Cook, der diesen 1773 kreuzte, aufgrund von Packeis allerdings nicht bis zur Antarktis gelangte. Er sagte damals dazu: "Ich kann kühn sagen, dass kein Mensch sich jemals weiter wagen wird als ich und dass die Länder, die im Süden liegen mögen, niemals erforscht werden." Doch nur wenige Jahrzehnte später stellte sich seine Aussage als falsch heraus. Der Titel des ersten Menschen, der die Antarktis tatsächlich zu Gesicht bekam, wurde dabei von 3 Seefahrern beansprucht. Einmal der Kapitän der russischen kaiserlichen Marine, Fabian Gottlieb von Bellinghausen, dann Edward Bransfield, ein Kapitän der britischen Marine, und Nathaniel Palmer, ein amerikanischer Robbenfänger. Alle 3 erreichten die Antarktis im Jahr 1820 in einem Zeitraum von wenigen Wochen. Es gilt aber mittlerweile als wahrscheinlich, dass Fabian Gottlieb von Bellinghausen der erste der 3 war. Es sollte allerdings noch fast 100 Jahre dauern, bis jemand tatsächlich den Südpol erreichte. Im Jahr 1910 entbrannte ein Wettlauf zwischen dem Norweger Roald Amundsen, der auch als erster Mensch die Nordwestpassage vollständig per Schiff durchquerte, und dem Briten Falcon Scott, der durch mehrere Antarktisexpeditionen dem Südpol bereits sehr nahe kam. Es folgte ein dramatischer Wettlauf, letztendlich war es aber der Norweger Amundsen, der als erster die lange Überquerung der Antarktis bis zum Südpol schaffte. Scott und sein gesamtes Team hingegen starben auf der Rückkehr zu ihrem Schiff, man fand später nur ihre erfrorenen Körper in Zelten. In der Zeit danach begannen auch immer mehr Länder Gebietsansprüche auf die Antarktis zu erklären. Die ersten waren dabei, wie so oft, die Briten, die das antarktische Gebiet südlich der Falklandinsel und Südgeorgiens für britisch erklärten. Es folgten Neuseeland, Frankreich, Norwegen, Australien, Argentinien und Chile. Bis 1946 war also nur noch ein Sektor unabhängig. Auf Druck der USA, der Sowjetunion und weiterer Länder wurden die Gebietsansprüche allerdings für nichtig erklärt und es begannen Verhandlungen um die Antarktis. So wurde auf der Antarktiskonferenz 1959 der Antarktisvertrag von 12 Staaten unterzeichnet, wodurch eine friedliche Lösung gefunden werden konnte. Der Vertrag legte dabei fest, dass die Antarktis lediglich für wissenschaftliche Forschung genutzt werden darf und jegliche militärische Aktivitäten auf dem Kontinent verboten sind. Auch wenn die Gebietsansprüche dadurch zunächst vom Tisch waren, werden diese weiterhin offiziell von jenen 7 Ländern gemacht, sie wurden quasi nur vorerst eingefroren. Es ist allerdings verboten worden, dass neue Länder Gebietsansprüche stellen dürfen. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich die weitere Lage entwickeln wird. Der Vertrag gilt zunächst bis zum Jahr 2048, was ja gar nicht mehr so lange hin ist, und dann könnte er neu verhandelt werden. Besonders durch den Klimawandel und die Entdeckung zahlreicher Rohstoffe wird die Antarktis in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts mit Sicherheit eine zentrale geopolitische Rolle spielen. So prophezeiten erste Vorhersagen eine gewaltige Menge Öl, Kohle und Edelmetalle wie Gold, Silber und Diamanten in der Antarktis. Es wird also abhängig von der weltpolitischen Lage der nächsten Jahrzehnte sein, ob für die Antarktis weiterhin ein friedlicher Konsens gefunden werden kann oder ob es sogar militärische Konflikte um die Antarktis geben wird, wie einst in Kolonialzeiten. So prescht insbesondere China immer weiter vor, eröffnet zahlreiche Basen und will eine der wichtigsten Nationen in der Antarktis werden. Und viele Nicht-Unterzeichner des Antarktis-Vertrags lehnen den Status quo der Antarktis ab, da sie ihn als geopolitisches Konstrukt des Kalten Krieges ansehen.
So bauen mittlerweile viele, selbst weit entfernte Länder, Basen in der Antarktis, die zunächst zwar nur der Forschung dienen, die aber ebenfalls den Einfluss jener Länder auf dem Kontinent erhöhen. Was denkt ihr, wie wird die Zukunft der Antarktis aussehen? Werden sich die verschiedenen Nationen wieder zusammenraufen können oder werden die wirtschaftlichen und geopolitischen Ambitionen überwiegen und die Antarktis wird in den nächsten Jahrzehnten vielleicht kolonialisiert? So, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und teilt es. Hier könnt ihr euch gerne noch ein weiteres Video anschauen und ansonsten sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!